Kapitel 6. Du weißt nichts über mich. Fandas Sicht. Ich möchte dir etwas Wichtiges erzählen. Als Fate dies sagte, war ich mir bereits im Klaren darüber, was geschehen würde. Fate würde mir endlich von ihrer Beziehung zu Esti erzählen und ich könnte offen mit ihnen darüber reden. Aber gleichzeitig zeigte sich wieder mein schlechtes Gewissen. Obwohl sie sich besser nicht zu stark belasten sollte, war Fate mir durch den ganzen Wald gefolgt, nur um mir etwas zu erzählen, was ich bereits wusste. Es geht um das Gespräch zwischen dir und Esti vor einigen Nächten, nicht? Sie starrte mich fassungslos an. Was, du weißt Bescheid? Es tut mir leid, aber ja. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen und wollte mir etwas Wasser holen. Da habe ich euch reden gehört. Du hättest es mir selber erzählen wollen, nicht? Fate wirkte unfassbar verlegen und stammelte etwas vor sich hin, bevor sie sich langsam wieder fing. Naja, ich kann es nicht ändern. Und? Was denkst du darüber? Ich kann schwer beschreiben, welche Emotion das in ihrem Blick war. Es wirkte wie Nervosität, Hoffnung und Spannung. Ich wollte sie nicht schon wieder anlügen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es nicht erwartet. Erneut lief sie rot an. Woher weißt du sowas immer so schnell? Ich lachte ein wenig. Ich hätte es vielleicht nicht so schnell gewusst, wenn du es zumindest irgendwie versteckt hättest. Es war einfach offensichtlich, aber ich hatte gehofft, dass es dazu kommt. Der Blick des Vulpix wandelte sich zu purer Freude. Mich wunderte das zwar, weshalb sie wirklich so glücklich war, aber ich ließ ihr ihre Freude. Du hast es gehofft, meinst du etwa? Warum soll ich das denn nicht hoffen? Ich freue mich wirklich für euch beide. Die Freude in Fates Gesicht wandelte sich schnell wieder, und zwar zu Verwirrung. Wie, was meinst du mit euch zwei? Ihre Frage verwirrte nun auch mich. Wie, was meinst du? Esti und du, wen soll ich sonst meinen? Ihre Verwirrung schien nur zu wachsen. Wovon rede? Was hast du denn in dieser Nacht gehört? Alles, was ich hören musste. Ich habe gehört, wie du Esti sagtest, du habest dich verliebt und er schien sehr froh darüber zu sein und hat unterstützend gewirkt. Eben alles, was nötig war, um zu wissen, dass ihr zueinander gefunden habt. Endlich verschwand die Verwirrung aus Fates Augen. Sie schien endlich zu verstehen, was ich meinte. Also, war das alles, was du gehört hattest? Sie trat neben mich und setzte sich zu mir. Fanda, du hast nicht alles gehört. Du hast den wichtigsten Teil unserer Diskussion nicht gehört. Eigentlich... Sie atmete tief durch. Ich hatte große Angst vor dem, was sie sagen würde. Fanda, die Wahrheit ist, dass ich mich nicht in SD verliebt habe. Er ist ein toller Freund, aber mehr nicht. Fanda, ich habe mich in dich verliebt. Fates Sicht. Nie zuvor fühlte ich mich so erleichtert wie nach diesen Worten. Es war, als würde eine riesige Last von meinen Schultern fallen. Endlich hatte ich mich getraut, ihm die Wahrheit zu sagen. Auch wenn ich einiges an Unterstützung gebraucht hatte, um mich zu trauen. Viel von Estis Unterstützung. Was in der Nacht damals wirklich geschehen war, war nämlich folgendes. Esti erzählte mir, dass er bereits wusste, dass ich in Fanda verliebt war. Deswegen erklärte ich ihm alles und er wollte mir unbedingt helfen. Er war derjenige, der mir sagte, ich solle auf diesen Heiligabend warten und ihn zu seinem Lieblingsort begleiten. Esti hatte mir wirklich sehr geholfen. Als die Worte endlich aus mir herauskamen, verfiel Fanda in Stille. Er sah mich fassungslos an und begann komisch zu zittern. Es machte mir wirklich Sorgen, denn es war ähnlich wie bei meiner Mission im Monat zuvor. Er löste seinen Blick von mir und richtete ihn auf das Amulett in seiner Hand. Ich hatte es ihm erst an diesem Abend geschenkt. Er hörte einfach nicht mehr auf zu zittern und starrte auf den Gegenstand in seiner Hand. Ich sah Tränen in seinen Augen. Fanda, ist alles okay? Geht es dir gut? Er murmelte ein paar schwer hörbare Worte. Es geht nicht. Bitte. Geh. Meine Sorge um ihn wuchs. Ich legte eine Pfote auf seine Schulter. Fanda, bitte sag etwas. Überraschenderweise tat er das. Als er meine Pfote fühlte, schüttelte er sie sofort ab und brüllte mich an. Verpiss dich, Fate, was denkst du dir überhaupt? Wie kannst du so eine Scheiße glauben? Du weißt nichts über mich. Du weißt nicht, wer ich wirklich bin.
Wie willst du wissen, dass du mich liebst, ohne mich überhaupt zu kennen? Er starrte mich an. Ich war vollkommen schockiert von dieser Reaktion. Vor allem nach all dem Zuspruch von Estie. Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass er mich ablehnen würde. Vor allem so. Ich fühlte, wie mir die Tränen kamen. Sofort änderte sich Fandas Ausdruck. Auch er hatte immer noch Tränen in den Augen. Fate, es tut mir leid, ich... Er stand auf und rannte weg. Er ließ mich einfach alleine zurück. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. Unbekannte Sicht. Es hat geklappt. Mein Plan war erfolgreich. Nun kann sie an eigenem Leibe spüren, wieso sie niemandem vertrauen darf. Ich habe ihr gesagt, dass Vertrauen sie verletzen wird, und nun ist es eingetreten. Die Zeit ist gekommen. Mein Plan schien zu scheitern, doch ich habe das Rad herumgerissen. Ihre Seele bricht. Die Zeit des Endes naht. Ihr Wille wird brechen. Sie wird wahren Verrat spüren. Sie wird ihren Platz finden. Die Zeit für den finalen Akt hat begonnen. Das Ende ihres Abenteuers wird den Beginn meiner Herrschaft einleiten. Es ist Zeit, sie zu vernichten und eine neue Ära zu beginnen. Feldsicht. Er ließ mich einfach alleine zurück. Ich konnte und wollte es nicht glauben. Wie konnte es so schief gehen, nach allem, was geschehen war? Estie hatte mir alles erzählt, was ich wissen musste und mir versichert, alles würde gut gehen, aber jetzt hatte Estie das hier vielleicht... Nein, ich sollte nicht so über ihn denken. Estie hätte keinen Grund, mich anzulügen. Es war wohl so, wie Fanda es gesagt hatte. Nicht nur ich, sondern auch er kannten Fanda nicht wahrlich. Ich entschied mich, dass es Zeit war zu gehen. Nichts Gutes würde davon kommen, noch zu warten. Ich würde einfach zurückkehren und versuchen zu schlafen. Auch wenn mein Herz es mir nicht leicht machen würde. Ich würde am nächsten Tag noch einmal mit Fanda reden. Ich würde mich für alles entschuldigen. Hoffentlich konnten wir zumindest Freunde bleiben. So ging ich wieder zurück nach Hause. Doch als ich dort ankam, erwartete mich eine Überraschung. Aber keine gute. Ein kleiner Zettel lag auf dem Küchentisch. Es war ein Brief. Fate, ich hoffe, du wirst es hier bald lesen. Ich weiß zwar nicht, was genau bei euch auf der Lichtung abgegangen ist, aber es wirkt nicht so, als wär's toll gelaufen. Wenn du das hier liest, bin ich nicht hier und du sollst es auch nicht sein. Ich schreibe das, weil ich Fanda durch die Nacht hab rennen sehen. Nach dem, was ich gesehen habe, wusste ich sofort, wo er hin wollte. Zum Versteck der Sklaven. Irgendwas an eurem Gespräch muss ihn dazu bewegt haben, dorthin zu gehen. Wenn du das hier liest, bin ich ihm schon gefolgt. Bitte komm schnell. Ohne deine Hilfe kann es sein, dass Fanda hier nicht mehr lebend rauskommt. Meine Karte ist auf der Rückseite des Briefes, damit du uns finden kannst. Estie. Wie es auch geschrieben stand, war eine Karte auf der Rückseite des Briefes gezeichnet. Sie war von jemand sehr Talentierten gezeichnet worden und beinhaltete viele Details. Markiert war ein Punkt am Strand, etwa eine Meile von Metro Village. Dort versteckten sich also die Sklaven. Aber wie sollte ich überhaupt eine Hilfe sein? Schließlich konnte ich kaum kämpfen, wie ich schon einmal spüren musste. Nur auch zwischen diesem einen Kampf und diesem Tag lag ein ganzer Monat ohne jegliche Rangeleien. Andererseits, es konnte kein Zufall sein, dass Fanda sich gerade jetzt an diesem tödlichen Ort begab. Es musste irgendwie an den Ereignissen an einer Klippe liegen. Und somit wäre das meine Schuld. Estie war ihm bereits gefolgt. Sollte ich jetzt nicht dorthin reisen? Vielleicht wäre mein bisschen Stärke gerade, was den beiden fehlen würde. Sollte ich jetzt nicht einschreiten, dann würden sie vielleicht beide... Als ich dies realisierte, war die Entscheidung schnell getroffen. Ich nahm mir Esties Karte und machte mich auf zum Strand. Ich brauchte wirklich nicht lange, um die Küste zu erreichen. An sich sah der Strand sehr normal aus. Es waren kilometerweise Sand und das endlose Meer direkt vor mir. Und eine kleine Höhle in den Klippen. Genau an dem Ort, den Estie auf der Karte markiert hatte. Ich sah mich in der Höhle um einen Geheimgang zu finden. Irgendetwas musste hier sein. Irgendetwas, was man nicht auf Anhieb findet. Und tatsächlich, unter einem scheinbar normalen Stein befand sich eine Art Hebel. Als ich ihn betätigte, öffnete der Boden sich direkt unter mir. Ich fiel in eine große Höhle. Ich merkte schon im Fall, mich unauffällig einzuschleichen würde wohl nicht funktionieren, wenn ich jetzt mitten in der Basis landen würde.
Als ich auf dem Boden aufkam, durchzuckte mich ein kurzer Schmerz, verschwand jedoch schnell wieder. Vor mir war nun ein großes Gebilde. Äußerlich ähnelte es einem Gefängnis. Nur war es viel größer. Es war bei Weitem größer als alles, was es in Metro Village gab. Glücklicherweise schienen gerade keine Krieger Wache zu halten. All die kleinen Aussichtstürme auf den dicken Mauern waren leer. Ein letztes Mal durchatmen, bevor ich eintrat. Draußen hielt niemand Wache. Ich wusste, dass dies daran lag, dass sie alle meine Freunde jagten. Es gab nun kein Zurück mehr. Fandas Sicht. All die endlosen Flure waren noch genauso, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich machte mich sofort auf zu meinem Ziel. Ich durfte mir keine Ablenkung mehr erlauben. Mein Schicksal wartete am hinteren Ende des zweiten Stockwerks auf mich. Der Raum des Anführers. Es war zu spät, um sich umzuentscheiden. Es musste enden. Heute. Egal auf welche Weise. Ich würde Darkrai bekämpfen. Meinen lebenslänglichen Erzfeind. Ich musste ihn einfangen oder am besten umbringen. Doch trotz meines festen Schrittes wusste ich, es würde so gut wie unmöglich werden. Doch auch wenn ich nicht gewinnen würde, meine Reise wäre endlich zu Ende. Und solange es endlich endet, ist mir egal, wer dafür sterben muss. Sterben wäre immer noch besser, als so ein Leben weiterzuleben. Vor allem nach dem, was auf der Lichtung geschehen war. Der Schmerz, den ich in ihren Augen sah. Ich wollte ihr einfach die Wahrheit sagen, aber ich wusste selber, dass ich es nicht konnte. Ich wünschte mir, ich könnte einfach alles erzählen. Ich wünschte, ich könnte zugeben, wie ich für sie fühle. Dass ich dasselbe fühle wie sie, aber es würde sie nur noch mehr verletzen. Denn eines Tages, der Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt, wird sie mein wahres Ich sehen. Jeder wird es. Und sollte ich es schaffen, Darkrai heute zu vernichten, dann würde ich selber dafür sorgen, dass dieser Tag gekommen war. Doch zunächst musste ich den stärksten aller Feinde niederstrecken. Auf meinem Weg zum Büro des Anführers traf ich viele bekannte Gesichter. Manche von ihnen versuchten mich aufzuhalten. Andere waren schlau genug, es nicht zu tun. Und endlich nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich den Raum. Eine große hölzerne Tür stand vor mir. Ein großes goldenes Schild trug die Aufschrift Anführer. All die Erinnerungen kamen zurück. Die Zeit war gekommen. Ich betrat den Raum in der Erwartung, den Albtraumkönig anzutreffen. Jedoch war der Raum leer. Verwirrt trat ich ein und sah mich um. Ich suchte nach Hinweisen der Finsternis. Und als ich die Mitte des Raumes erreichte, hörte ich eine Stimme, welche aus dem Türrahmen zu mir sprach. Feldsicht. Ich wanderte durch die labyrinthartigen und langen Flure dieses Geheimversteckes. Glücklicherweise musste ich kaum kämpfen. Exakt 2 Sklaven schienen mich zu bemerken und griffen mich an. Ich schaffte es sogar irgendwie, sie zu besiegen. Meine Angst verlieh mir Stärke. Andererseits wirkten sie auch nicht sonderlich stark. Von den Abzeichen her, die sie trugen, waren es wohl ein Scherge und ein Ganove. Jedoch fand ich keine Spur von meinen Freunden. Auf dem zweiten Flur passierte schließlich wieder etwas Besonderes. Doch wieder nichts Gutes. Ich versuchte so lautlos wie möglich durch die Flure zu schleichen, so dass ich nicht von den Kriegern bemerkt werden würde. Jedoch wurde ich überrascht. Als ich gerade um eine Ecke spähte, warf mich jemand zu Boden. Ich spürte Krallen in meinem Nacken. Keine Späße, Mädchen. Keine Bewegung, sonst könnte ich mich dazu gezwungen fühlen, dir etwas weh zu tun. Etwas mehr, als du überleben kannst. Da ich auf den Boden gedrückt wurde, konnte ich den Angreifer nicht sehen. Jedoch kam mir die Stimme seltsam bekannt vor. Da ich keine andere Wahl hatte, rührte ich mich nicht, so wie die Stimme es mir befohlen hatte. Brav so! Und jetzt steh auf, aber keine Dummheiten. Ich bringe dich zu deinem besten Freund. Fandas Sicht. Lang nicht gesehen, alter Freund, was tust du denn in dieser Ruine? Im Türrahmen stand ein alter Freund meinerseits. Nicht der Anführer der Sklaven, doch trotzdem ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Er war der unterste von Darkrais Generälen. Galvin, mit dem Fate bereits dieses zweifelhafte Vergnügen hatte. Fate, ich hoffe, sie machte sich nicht so viele Sorgen um mich.
Verpiss dich, du Idiot. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Wo zur Hölle ist Darkrai? Du suchst den Boss? Oh, wie traurig. Dummes Timing. Er ist derzeit auf einer Geschäftsreise. Es wird wohl ein paar Tage dauern, bis er wieder hier ist. Aber keine Sorge. Wir haben Zimmer, das du beziehen kannst, bis er zurück ist. Unten im Kerker ist noch Platz frei für dich. Du bist immer noch derselbe arrogante Spinner, wie ich sehe. Geh mir aus dem Weg oder ich räume dich aus dem Weg. Das Knackrack lachte wie ein Irrer. Das will ich sehen. Deine besten Tage sind lang vorbei. Außerdem können deine lächerlichen Elektroangriffe gar nichts gegen mich ausrichten. Also lass ich dich entscheiden. Du gibst freiwillig auf oder unfreiwillig. Ich zuckte nur gelangweilt mit den Schultern. Behaupte nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn du so dringend sterben willst. Und so begann ein kurzer und einseitiger Kampf. Ich wusste von vornherein, dass Gavin kein Gegner für mich war. Allein dadurch, dass er anscheinend blöd genug war zu glauben, ich hätte nur Elektroangriffe. Eigentlich sollte er wissen, mich nicht zu unterschätzen. Jedoch hatten wohl alle Generäle immer noch ein sehr ausgeprägtes Arroganzproblem. Sie unterschätzten ihre Gegner schnell. Komm, greif mich doch an, wenn du es so drauf anlegst. Immer noch wundert, wie er tatsächlich dumm genug sein konnte, mir einen Treffer zu schenken, nahm ich das Angebot an und nutzte meinen Eiszahn gegen ihn. Ich lernte diese Attacke speziell dafür, ihn zu bekämpfen. Außerdem ist Eiszahn keine schwere Technik, also sprach nichts dagegen. Mein Feind schien unter dem mächtigen Treffer sehr zu leiden. Ah, fuck, du Kleiner! Er wirkte sauer, als er begann, mich mit all seiner Stärke und Intelligenz zu bekämpfen. Und das war nicht wirklich viel. Einseitig, wie er dachte, wollte er den Typenvorteil nutzen und setzte wieder und wieder Erdbeben ein. Offenbar erwartete er nicht, dass ich einfach ruhig stehen bleiben und ihn weiter attackieren würde. Wieder traf mein Eiszahn. Nun benutzte Gavin Sandsturm, was ausnahmsweise sogar Sinn machte. Dies behinderte nämlich meine Sicht. Nun bemerkte er auch, dass Erdbeben gegen mich wenig helfen würde und entschied sich stattdessen Drachenklaue zu nutzen. Die Wetterbedingungen machten dies effektiver als mir recht wäre und er traf mich ganze 4 Mal. Aber naiv wie er war, ließ er seine Verteidigung fallen, in dem Glauben gewonnen zu haben. Mein Eiszahn fand sein Ziel und Gavin krachte in eine Wand. Der Sandsturm verschwand und der General war kaum bei Bewusstsein. Hey, Evander, du würdest doch bestimmt keinen alten Freund verletzen, oder? Nun, wo er sich seine Niederlage eingestehen musste, schwand sein Selbstbewusstsein. Ich lief ruhig zu ihm und bereitete eine weitere Attacke vor. Dann nenn mir einen Grund, wieso ich dich am Leben lassen sollte. Zu meiner Überraschung übernahm eine neue Stimme die Antwort. Weil deine Freundin sonst dran glauben muss? Die Drohung erwischte mich kalt und mein Blick schnellte zur Tür. Wer wagte es, mir so zu drohen? Was ich jedoch nicht erwartete, war, Fate dort zu sehen. Aber nicht alleine. Die Quelle der Stimme stand bereits bei ihr, mit den Krallen positioniert, um ihr mit einer Bewegung das Genick brechen zu können. Gavin schien in dieser Situation der Glücklichste zu sein. Gutes Timing, Kollege, das war verdammt knapp. Der neue Eindringling blickte ihn mit wutentbrannten Augen an. Nenn mich nicht Kollege, du Schwächling! Und das Timing hätte für dich nicht schlechter sein können. Wenn Darkrai von dieser Dummheit erfährt, wirst du dir wünschen, du wärst hier gestorben. Aber nun zu uns, Fander. Mein Blick zu ihm war ähnlich wie seiner zu Gavin. Von Hass geprägt. Was denn? Hast du mich etwa nicht hier erwartet? Was tust du hier? Ich habe dich erwartet, aber nicht so. Was soll das, du verdammter Verräter? Mein Gegenüber schien sich an meiner Wut zu erfreuen. Die bessere Frage ist, wie hast du es nicht kommen sehen? Ist verraten werden nicht gerade dein Ding, Kumpel? Seine hässlichen roten Augen glühten, als er mich verhöhnte. Sieht aus, als hätte ich jetzt die Kontrolle, nicht Kumpel? Ich verschwendete meine Stimme nicht für jemanden wie ihn. Was? Nur weil ich eine Weile bei dir gelebt habe, bist du so angepisst, mich hier zu sehen. Ach, und lass mich eine Sache korrigieren. Du hast Fate ja Falschinformationen vermittelt. Und das gerade bei so einem wichtigen Thema wie den Sklaven. Blaze, das Logok, wurde vor mehreren Monaten degradiert. Er war schwach, sogar noch schwächer als der Behelfsei da drüben.
und die Leute hier brauchten dann einen neuen starken Feuertypen als General. Tja, den Job habe ich bekommen. Und all das hier war von vornherein geplant. Wieso? Wieso musst du das nur tun? Ich dachte, wir wären Freunde. Erneut lachte er wie der kranke Psycho, der er anscheinend war. Das mit dem Denken solltest du mal lassen. Du glaubst zu viel. Nun, jetzt wo wir hier sind, wie wär's mit einem Deal? Ihr beiden folgt mir friedlich in den Kerker und wartet dort, bis Darkrai zurück ist. Und sobald er zurück ist, wird er euer Schicksal bestimmen. Wieso sollte ich das annehmen? Wenn ich dir folge, werden wir beide sterben. Kämpfen ist die einzige Chance, die ich habe, damit zumindest Fate oder ich überleben können. Jetzt wart doch mal ab, Kumpel. Jetzt kommt der interessante Part. Du kannst entscheiden. Du bekämpfst mich und hast die Chance, euch beide zu retten. Jedoch eine eindeutig höhere Chance, dass ihr beide sterbt. Oder du folgst mir zusammen mit Fate und lässt Darkrai über euch entscheiden. Solltest du diese Variante wählen, dann würde ich bei Darkrai ein gutes Wort einlegen. Ich würde es auf jeden Fall schaffen, dafür zu sorgen, dass dein Schwarm mit dem Leben davonkommt. Du entscheidest. Und woher weiß ich, dass du mich nicht anlügst? Wie kann ich wissen, dass du Darkrai wirklich überreden würdest? Wieso sollte ich dir nach all dem hier trauen? Oh, ich kann auch ehrlich sein, wenn ich will. Und ich verspreche dir, gerade bin ich's. Mehr Versicherung kann ich dir ja schwer geben. Also, was willst du tun? Sterben? Oder sterben? Sieht gerade nicht gut aus für dich. Meinst du nicht? Ich wusste, dass es vielleicht dumm war, aber Esti hatte recht. Ich war zu geschwächt, um ihn noch zu bekämpfen. Ich würde ohnehin sterben. Wenn ich ihm jetzt folgte, bestand zumindest noch eine geringe Chance, dass Fate überleben würde. Und das musste ich riskieren. Ohne mich wäre sie nie in diese Lage geraten. Und so landeten wir in einer kleinen Zelle. Im Verlies der Sklaven der Finsternis. Gefangen von dem, den ich noch einen Tag vorher meinen besten Freund nannte.